Menschen, die sich für die Pflege interessieren, die sollten auf alle Fälle Interesse haben, mit Menschen zu arbeiten. Sie sollten Teamplayer sein, kommunikativ und ja, neugierig auf Neues und auf andere Menschen. In der Ausbildung erwarten Sie theoretische und praktische Anteile. Das wird immer wochenweise abgewechselt. Das heißt, Sie sind 4 bis 6 Wochen in der Theorie. Danach sind Sie zwischen 6 und 8 Wochen in der Praxis in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Und dort lernen Sie ganz vielfältig in der Praxis den Umgang mit Patienten, Ihre theoretischen Inhalte in die Praxis umzusetzen, werden begleitet und an die Hand genommen, sodass Sie peu à peu immer mehr Wissen aufbauen und immer mehr selbstständig übernehmen können. Es gibt ganz vielfältige Entwicklungs- und Karrierechancen im Pflegeberuf. Entweder kann man sich fachtechnisch weiterbilden, das heißt eine Weiterbildung im Bereich Anästhesie und Intensivpflege, Psychiatrie, Geriatrie, Rehabilitation oder auch kürzere Weiterbildung, Wundexperte, Palliativcare-Pflegekraft, also eine ganz große Bandbreite. Dann kann man einen universitären Weg einschlagen. Pflegemanagement ist ein Bereich, Pflegewissenschaft oder auch schon ausbildungsbegleitend Healthcare Studies, der Praktika am Bett mit Hochschulausbildung. Also ganz, ganz viel und entwickelt sich auch im Augenblick ganz viel weiter.